Hallo Flirtprofi, was geht ab? In diesem Video möchte ich dir sagen, was Flirten wirklich ist. Nämlich Flirten ist ein Spiel. Ich möchte dir beschreiben, wie du dieses Spiel für dich nutzen kannst, um Anziehung zu generieren, um Leichtigkeit in dein Leben zu bringen, um glücklicher zu werden. Also nicht nur, um tolle Frauen zu bekommen, sondern allgemein ein Mann zu werden, der attraktiv ist und der einfach eine coole, lockere, entspannte Sau ist. Wenn du wissen willst, wie genau du dieser Mann wirst, wenn du die drei Schritte wissen willst, wie du zu einem attraktiven Mann für Frauen wirst, hol dir unten meinen kostenlosen Report oder hier oben bei dem i das Ganze komplett kostenlos, finde raus, wo du stehst und welchen Schritt du als nächstes gehen musst, um dieser Mann zu werden. So, jetzt aber flirten. In diesem Video geht es eigentlich mehr so um das grundsätzliche Mindset dahinter, die Einstellung zum Thema Flirten. Ich mache jetzt Flirt-Coaching schon seit 6 bis 8 Jahren, ungefähr in dem Zeitraum, ja. Und was ich bei den ganzen Coachings und bei dem ganzen Kontakten, kannst du dir vorstellen, ich bekomme jeden Tag E-Mails von Leuten, die mir Fragen stellen. Und eine Sache, die ich immer wieder rauskenne bei all diesen Dingen, ist, dass Männer Flirten als etwas sehr Ernstes ansehen. Dass Männer nicht nur flirten, sondern einfach, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau für die meisten Männer sehr, sehr ernst ist, beziehungsweise mit sehr viel Schmerz behaftet ist teilweise. Und dann drückt sich das so aus, dass Männer sich so denken, scheiße, ich will jetzt unbedingt eine Freundin, oder scheiße, jetzt bin ich rausgegangen und wollte eigentlich Frauen ansprechen, hat nicht geklappt und fuck, und hat wieder nicht geklappt und ich fühle mich so beschissen und es klappt einfach nicht und alles scheiße. Und warum das so ist, also warum du dich scheiße fühlst, ist, weil du das Thema einfach zu ernst nimmst. Weil du ein bestimmtes Ergebnis erreichen willst. Du willst einen Freund und du willst eine Nummer, du willst Sex, wie auch immer. Aber du willst ein bestimmtes Ergebnis erreichen. Du stellst aber fest, dass du dieses bestimmte Ergebnis, das du erreichen willst, nicht erreichst. Weil du vielleicht noch nicht so ein cooler Typ bist. Weil du nicht genau weißt, was du machen musst. Weil du hier und da, und was ganz viele Männer dann machen ist, sie ballern sich tonnenweise Literatur rein, sie lesen tonnenweise Bücher und gucken sich Videos an. Ich meine, diese Videos hier sind gut, ja. Aber zu viel davon ist auch nicht gut. Was dadurch passiert ist, dass das Thema eigentlich noch ernster wird. Durch die ganzen Informationen, durch die ganzen Dinge, die man lernt, durch die ganzen Verhaltensweisen, die man sich antrainieren soll, durch die ganzen, was weiß ich, Körpersprache lernen und Gesprächstechniken lernen und dies und das, ja, dann wird das Ganze irgendwann zu etwas, wo man eigentlich mehr hart dafür ackern muss, um wirklich ein interessanter Typ zu werden. Und ich sage jetzt nicht, dass du nicht hart dafür ackern sollst, ich sage einfach nur, dass die Einstellung dazu passen muss. Du kannst hart ackern und kannst das Ganze so, ich muss und ich will und es klappt nicht und scheiße. Oder du kannst sagen, hey, ich hacke hart, aber ich habe meinen Spaß dabei, ich genieße den Prozess und ich sehe das Ganze als ein Spiel. Und wenn du anfängst, das Ganze als ein Spiel zu sehen, also wenn du jetzt nicht mehr rausgehst und dir denkst so, fuck, ich muss jetzt unbedingt eine Nummer kriegen, oder eine Frau muss jetzt unbedingt positiv auf mich reagieren, oder ich brauche jetzt unbedingt Sex diese Woche, ja, oder wie es bei mir früher war, wo ich mir dann so dachte, scheiße, ich habe in dem Monat erst 3 Frauen flachgelegt, fuck man, ich brauche jetzt unbedingt noch eine vierte, ja. Und das ist alles Bullshit, das ist so ein großer Bullshit, denn dadurch geht der Spaß verloren. Und alles, was ich dir sagen möchte, ist, hab Spaß, wenn du rausgehst, wenn du Frauen ansprichst, wenn du flirtest. Mach ein Spiel für dich draus. Mach das Ganze mit Leichtigkeit. Guck, wie du kommst. Guck, wie weit du kommst. Spiel damit. Geh immer ein bisschen weiter. Probier immer wieder neue Sachen raus. Und das ist eine geile Herangehensweise. Das ist die spielerische Herangehensweise. Dann auch als kleines Kind. Wenn dir jemand sagt, mach das jetzt, dann sagst du, nee. Aber wenn dir jemand sagt, hey, hier hast du Bauklötze, spiel. Dann baust du so ein großes Haus. Wenn dich aber jemand zwingt, machst du nichts dann. Ja, kannst du vergessen. In dem Augenblick, wo du den Druck von dir selbst nimmst, kommt mehr Leichtigkeit rein. Und dann wirst du irgendwann merken, dass es ein Stück weit automatisch funktioniert. Und dann kannst du natürlich oder solltest du dich trotzdem weiterbilden. Aber immer mit Spaß an der Sache. Also wenn du eine neue Sache erfährst oder eine neue Sache lernst, geh raus und versuch die auf spielerische Art und Weise zu integrieren in das, was du bisher gemacht hast. Und dann entwickelst du dich immer und immer weiter mit Spaß, mit Freude, mit Leichtigkeit und
wirst garantiert der Mann werden, der erfolgreich mit Frauen ist. So, du lässt mir jetzt einen Daumen nach oben da, dann holst du dir auch noch meine 3 Schritte, wie du zu einem Mann wirst, der attraktiv ist für Frauen, findest raus, wo du gerade stehst, was dein nächster Schritt ist, den du gehen musst, um dieser Mann zu werden. Das Ganze unten in der Infobox oder hier verlinkt und wir sehen uns mit dem nächsten Video. Bis dahin, mein Name ist Sebi Heindl, cool, dass du hier warst. Ciao.